Moin und herzlich willkommen zu unserer heutigen Gartensprechstunde Rat und Tat. Diesmal mit dem Thema Moin. Was ist zu tun im Gemüsegarten im Juni? Worauf muss ich achten? Was sind jetzt die ständigen Aufgaben, die immer wiederkehren? Und was kann man tun, falls schon mal Trockenheit auftritt, auch wenn es derzeit nicht danach aussieht? Für die meisten ist der Mai eigentlich der Monat, wo am meisten zu tun ist. Wir hatten jetzt einen recht kalten, recht feuchten Mai. Das heißt, das wird sich alles so ein bisschen nach hinten verlagern. Im Juni geht also die Gartensaison in diesem Jahr so richtig los. Das heißt, es gibt viel zu hacken. Das Unkraut hat natürlich auch Hochsaison. Das wird geradezu sprießen, wenn der Boden jetzt schön feucht ist, die Sonne erstmal rauskommt und rausgekommen ist. Dann muss man ständig daran arbeiten, dass das Unkraut nicht überhand nimmt. Zudem fällt natürlich auch bei allen, die Tomaten haben, die Aufgabe des Ausgeizens an. Das heißt, immer die Seitentriebe, die aus den Achseln wachsen, auszubrechen, damit man eben eine eintriebige bis zweitriebige Tomate ziehen kann, die eben auch reich an Früchten trägt und ja, gesund bleibt, nicht zu buschig wächst, nicht zu viel Feuchtigkeit, also der Wind besser durchziehen kann, nicht zu viel Feuchtigkeit zwischen den Blättern ist und damit einfach ein ja, reicher Ertrag erzielt wird. Zudem werden jetzt die Kartoffeln immer größer und größer. Das heißt, auch hier kann man ständig anhäufeln. Das gibt auch dem Unkraut immer noch mal einen auf den Deckel, sodass man auch da den Unkrautdruck etwas rausnimmt. Und der Juni ist natürlich auch ja, der Zeitpunkt, wo die Schädlinge unterwegs sind. Das bedeutet, Gelbtafel aufhängen, Blautafel aufhängen. Einfach damit man sicher ist vor ja, Schädlingen, wie beispielsweise bei der Blautafel, dem Trips, der an der Blattunterseite saugt und damit der Pflanze Schaden zufügt. Bei einem hohen Befall sieht man ganz viele kleine Punkte auf den Blättern. Diese soll man natürlich vermeiden. Bei der Gelbtafel werden ja, allerhand Schädlinge abgefangen. Das reicht von der weißen Fliege über die Trauermücke bis hin zur Kirschfruchtfliege. Diese Tafeln hänge ich im Grunde ab Anfang der Saison schon auf, einfach um eine ständige Kontrolle zu haben, um ständig sehen zu können, habe ich gerade Befall, muss ich was tun, ist der Schädlingsdruck gar nicht mal so groß und ich kann es einfach laufen lassen. Die sind wirklich Gold wert. Zudem kann es natürlich auch mal längere Trockenphasen geben. Das Bewässern wird immer wichtiger werden. Das heißt, auch hier muss man auf die richtige Technik achten. Was im Klartext bedeutet, wenn man einmal mit der Gießkanne drüber geht, dann befeuchtet man meistens nur wirklich die ersten 1 bis 2 cm. Wenn man dann einmal nachschaut, einmal die Erde wegnimmt, sieht man häufig, das Wasser geht gar nicht bis tief an die Wurzeln ran. Das heißt, wenn man bewässert, wirklich mit einer Kanne pro Quadratmeter 5 bis 10 Liter ausbringen, pro Liter kann man ungefähr pro Quadratmeter sagen, 1 cm Bodentiefe wird erreicht. Und so werden auch die Wurzeln dazu motiviert, viel tiefer zu wurzeln und Trockenphasen dadurch eben auch wesentlich besser zu überstehen. Viele hungrige Kulturen benötigen zurzeit auch nochmal eine Nachdüngung, beispielsweise Kohlgemüse oder Tomaten oder eben auch Kartoffeln. Das heißt, da kann jetzt mit einem passenden Dünger nachgedüngt werden. Auch in den Hochbeeten kann nochmal gedüngt werden. Beeren freuen sich auch zur Fruchtbildung sehr über eine ja, kaliumreiche Düngung, um eben schöne, feste, große Früchte, die schmackhaft sind, auszubilden. Gleichzeitig können Gärtner, die ja, Probleme mit ja, schwächelnden Pflanzen haben, die vielleicht ein bisschen schädlingsanfällig sind, auf unseren Brennnesselextrakt zurückgreifen. Damit regelmäßig die Pflanzen einsprühen, um einfach die Pflanzen natürlich zu unterstützen. Wer Probleme im Garten mit Schnecken wiederum hat, der kann auf unsere Schneckenbarriere hier unten zugreifen. Damit einfach eine Barriere um die Pflanze herum anlegen. So kommen die Schnecken nicht drüber und fressen das wertvolle, gerade auch junge Gemüse nicht mehr an. Zu guter Letzt ist jetzt natürlich auch das, ja, der Spaß angesagt. Das heißt Ernten, Ernten, Ernten. Gerade bei Zucchini geht es jetzt wahrscheinlich bei den meisten los. Es gibt eine nach der nächsten. Hierbei habe ich die Erfahrung gemacht, lieber die kleinen Ernten. Da hat man einen wesentlich besseren Geschmack drin. Man hat nicht diese unglaublichen Mengen, wenn man eine wirklich große Zucchini plötzlich vielleicht auch unter dem Laub findet, kann die wesentlich besser verwerten, besser schneiden und eben auch, ja, wenn man zu viele hat, bereits einmachen oder haltbar machen. Auch nachgesät kann auch jetzt immer noch beispielsweise die nächste Charge Radieschen ins Beet gebracht werden. Ist bei hoher Hitze natürlich wesentlich weniger erfolgreich, kann aber immer wieder funktionieren und frische Radieschen im Sommersalat schmecken immer gut.
Kohlrabi und andere Kohlgemüse können ebenfalls nachgesät werden. Andere kommen jetzt nach draußen, die vorgezogen worden sind, wie beispielsweise Rosenkohl oder zum Teil auch Blumenkohl. Und ja, somit beginnen eigentlich jetzt die schönen Monate der reichen Ernte, aber eben auch viel Arbeit mit dem Unkrautjäten. Was sind eure meistgeliebten Aufgaben im Juni? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Abonniert uns auf Instagram und YouTube und schaut auch gerne auf unserer Website vorbei, wo wir zahlreiche Tipps zum Gärtnern, zum Gemüsegarten für euch bereithalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher. Wir sehen uns in 2 Wochen. Ciao.